Wir fünf in das Halbfinale, wie auch Spieler vor, von Güben Güger, Wilson Meiner Stenten, Jenkai, Gade Güger, Poli Nikas, Darius. Thank you.
Oh!
Für alle Gäste, die eine kleine Stärke oder auch Erfrischung gebrauchen können, ist die Cocktailbar und eine Mietenbühne sehr zu empfehlen. An der Cocktailbar gibt es viele Erfrischungen, wie zum Beispiel die Idee mit Erdbeeren und frischen Früchten. Am Mietenbühne können Sie Pommes, Bratwurst und vieles mehr erwerben. Ebenfalls gibt es im Vereinsheim Kaffee und Kuchen, falls der Hunger noch nicht so groß ist. Thank you.
Yeah.
Wir gehen in die Halbzeitpause ein für das Bild von 0:0 in einer Partie, die noch ein bisschen ruhiger ist. Weil ich bis dahin erstmal ab, weil er hier nicht unbedingt den ersten Schritt geht. Thank you.
Die zweite Hälfte des Halbfinals beginnt. Aktueller Spielstand 0:0. Sollte es so bleiben, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Jumping!
Thank you.
Hinter 33 Spielminute geht der FC Winterthur Führung. Torschütze Nummer 9, Rakic Borko, der sich gleichzeitig mit dem dritten Turniertreffer den ersten Platz der Torschützenliste mit Schavik und mit Jan Bugaji vom HSV teilt. Thank you.
Doppelwechsel bei der Zimmertour in der 38. Minute. Neue Infanterie kommen mit der 21 Francesco Mariano Rapino sowie mit der Nummer 8 Janis Benay Odi. Thank you.
In der 46. Minute wechselt bei den Leuten gewendet der neue Partie von Janik van Dijk mit der Nummer 18. Genauso folgende der Solo-Lauf der Nummer 6, Giuliano Polo, der zum 2:0 für den FC Winter geführt. Wir könnten
short und wird auch sehr für das nächste Halbfinale machen Sie bitte bereit. Der Hamburger SV sowie Holstein Kiel, falls auch Sie Lust auf einen Hamburger haben, können Sie gerne zu Best of Burgers gehen. Ich werde gerne mal an jedem Hamburger Restaurant, Hamburger Küche geöffnet, und diese Hamburger Pommes, alles sehr, sehr lecker, es lohnt sich hinzugehen. Thank you.